Wir stellen Ihnen 10 Anlaufstellen für die weitere Beschäftigung mit dem Thema Open Educational Resources vor. Natürlich relativ subjektiv zusammengestellt aus den Erfahrungen in Workshops und in der praktischen Arbeit. Was hilft denn tatsächlich, wenn man sich jetzt weiter mit OER beschäftigen möchte? Wir haben das in 3 Kategorien aufgeteilt. Als erstes gibt es 5 Hinweise aus der Rubrik Quellen, Erklärungen, Hilfen, Unterstützung für die Arbeit mit OER. Also OER selbst ist da das Thema. Dann gibt es 3 Anlaufstellen für die Materialien selbst. Wo finde ich freie Materialien, die ich für meine Arbeit nutzen kann? Und schließlich eine Community und eine Anlaufstelle, um auf dem Laufenden zu bleiben, wenn man sich mit dem Thema OER noch längerfristig beschäftigen möchte. Los geht's mit dem ersten Tipp. Das ist dieses Buch hier. Das ist quasi eine Einführung in das Thema, relativ praktisch geschrieben, natürlich auch mit den Hintergründen zu freien Lizenzen etc. etc. Das Ganze ist ganz gut als Einstieg. Da gibt es auch Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Da gibt es Hintergründe, was man mit OER machen kann und ohne OER nicht machen kann, etc. Das zweite ist ebenfalls ein Buch und so ein bisschen dann quasi das für Fortgeschrittene. Wenn man das blaue Buch kann, kann man sich mit dem goldenen beschäftigen. Der Titel ist vielleicht ein bisschen abschreckend, der Goldstandard für OER-Materialien. Der Inhalt kann aber sehr hilfreich sein, weil es da drinnen Erklärung gibt, nach Materialart sortiert. Das heißt, es gibt ein Kapitel dafür, was muss man besonders bei Bildern unter freier Lizenz beachten. Ein Kapitel, was muss man bei Arbeitsblättern mit freier Lizenz beachten. Was muss man bei Folien als OER beachten. All diese Dinge, nicht nur in diesem Buch, sondern auch frei lizenziert als Texte offen im Internet. Die dritte Quelle, die wir zum Weiterlernen empfehlen können, ist der Campus der OER Camps. Die OER Camps sind Veranstaltungen, die wir gleich nochmal kennenlernen werden. Es gibt online 12 Kurse, die rund um OER verschiedenes Know-how anbieten. Man kann diese Kurse offen und frei und sogar ohne Anmeldung nutzen. Man muss auch nicht wie bei anderen Online-Kursen erstmal das erste Kapitel machen, bevor man zum zweiten kommt etc., sondern man kann da auch beliebig stöbern. Die 12 Themen lese ich Ihnen jetzt nicht alle vor, nur kurz als Einblick. Es gibt sowas wie freie Unterrichtsmaterialien finden und erstellen, mit OER lehren und lernen oder drittens interaktive Tools für Kooperation und Kollaboration im Unterricht. Viertens die Plattform iRights Info. iRights sind die Profis für die Verbindung aus rechtlichen und digitalen Themen im deutschsprachigen Raum. Dort gibt es auch einen Schwerpunkt zu OER aus rechtlicher Perspektive. Insgesamt sehr viele Informationen zum Thema Urheberrecht, was bei OER ja einen zentralen Punkt der Sache ausmacht. Außerdem findet sich bei iRights Info auch ein Dossier, explizit gewidmet den Creative Commons Lizenzen. Fünftens, die Videoreihe OER erklärt. In dem NLQ-Kurs OER Einführung für Lehrkräfte gibt es verschiedene Videos aus dieser Reihe, die wir genutzt haben. Es gibt aber noch mehr. Die Videos sind entstanden bei OER Info und lohnen sich auch über den Kurs hinaus. Jetzt kommen 3 Anlaufstellen für offene und freie Materialien. Das erste ist wirlernonline.de, das 6. hier in unserer Reihenfolge. Eine vom Bundesministerium für Bildung und Forschung finanzierte Suchmaschine, die kostenlose Unterrichtsmaterialien auffindbar macht. Die Plattform durchsucht verschiedenste Quellen, nicht nur OER. Das ist vielleicht ganz wichtig. Man findet da erstmal verschiedenste kostenlose Materialien und dann kann man noch einen Filter setzen und sagen, ich möchte nur die frei lizenzierten Inhalte haben. Je nachdem, für welchen Verwendungszweck man das braucht, kann man das eine oder andere nutzen. Nummer 7, Mundo. Mundo Schule ist die offene Bildungsmediathek der Bundesländer. Auch sie sammelt frei zugängliche Materialien, nicht ausschließlich OER. Auch da gilt also, wenn man was damit machen will, was über die reine Nutzung hinausgeht, muss man einmal nach den Lizenzen schauen. Mundo ist seit dem Schuljahr 2020/2021 im Einsatz. Nummer 8, die Top 200-Liste, die 200 besten OER-Quellen. Ein Kooperationsprojekt von wasistoer.de und den OER-Camps. Deutlich weniger, nämlich nur 200 Quellen werden dort aufgeführt. Dafür ist alles OER, also frei lizenziert. Es ist nach Kategorien sortiert. Es gibt also eine Kategorie Bilder, eine Kategorie OER-Unterrichtsmaterial, Online-Kurse, Quellen für Audio oder Video, all das. Und zwar dem Titel, die 200 besten Quellen, die Herausgeber betonen aber selbst, dass das ein bisschen subjektiv zusammengestellt ist. Eine Empfehlung ist es für uns allemal. Zum Abschluss noch
Anlaufstelle und Communities zu OER. Für alle, die mit dem Thema verbunden bleiben wollen, da ist neuntens OER Info, die Informationsstelle Open Educational Resources. Eine Plattform, die Informationen rund um OER in Deutschland sammelt und allen Interessierten zur Verfügung stellt. Da gibt es unter anderem ein Dossier zu OER in der Schule. Es gibt einen Blog, es gibt einen Podcast, es gibt einen Newsletter, den man abonnieren kann. Es gibt einen sehr aktiven Twitter-Account. Also alles, was man braucht, um sich entweder mit einem Aspekt des Themas vertiefend auseinanderzusetzen oder einfach auf dem Laufenden zu bleiben für weitere Entwicklung. Last but not least, Nummer 10, die OER-Camps sind seit 2012 Treffen der Praktikerinnen und vielleicht auch der AktivistInnen rund um OER im deutschsprachigen Raum. Die OER-Camps finden in verschiedenen Formaten statt, die alle den gemeinsamen Nenner haben, dass es viel um das Miteinanderlernen, um das Voneinanderlernen, um den Austausch, um diese Kultur des Teilens geht. Eine Besonderheit bei den OER-Camps: die Veranstaltungen werden sowohl von den alten Hasen besucht, die sich da austauschen zu aktuellen Entwicklungen, als auch von Menschen, die ganz neu in den Diskurs reinkommen, die bei den OER-Camps Newbies genannt werden, also Menschen, die sich gerade erst anfangen mit OER zu beschäftigen, die lernen da auf denselben Veranstaltungen voneinander und miteinander.